Ja, meine Damen und Herren, wenn man Greek Air hört, dann hat man ja so den Verdacht, dass das Tier vielleicht etwas nach Knoblauch duften könnte. Stehe dich dran, ich kann Ihnen sagen, dem ist nicht der Fall. Wir müssen eine Sache klären. Emma hat da noch einmal den Stock abgegeben. Emma, jetzt mal Hand aufs Herz. Da steht ja im Programm 8 Jahre. Kann ja nicht sein. Also Passage Werf haben wir gesehen, 8 Jahre. Wie alt ist er wirklich? Der ist wirklich 8. Und da hat er Talent. Ja, hat er. Deswegen geht er dann ja auch schon so viel zu weit. Wie viele Kurzkonkurse des Pferdes war das jetzt? Das war der zweite. Und dein erster Eindruck so? Ja, ich konnte dann ganz gut reiten heute. Auch fand ich besser als am Freitag. Zum Schluss hatten wir bei so ein paar Kleinigkeiten. Die eine hatte so ein bisschen zu viel angefangen, weil ich blöd durch die Kurve gekommen bin. Und dann, ja, leider nur 13. Und, aber ich fand für den Alter total, bin ich zufrieden und ja. Ich glaube, das darfst du auch sein, ohne dass ich die salbungsvollen Worte der Frau Olympiasiegerin vorwegnehmen möchte. Ich finde, das war ein ganz toller Abschluss dieser Prüfung, dieses Louis-Dor-Preises. Ein Pferd, was schon mit einem sehr geschmeidigen, starken Trab begann. In der Zickzack-Traversale wurde es für Emma in der Einteilung nachher schon etwas eng. Sie musste bei C dann etwas schneller abwenden, aber dann kam es zum ersten Highlight in diese Passage. Piaffe kam schon sehr leichtfüßig in die Passage mit einem fast unsichtbaren Übergang in die Piaffe und sitzt auch auf der Stelle mit seinen 12 Dritten. Piaffe geht er im Gleichmaß raus in eine sehr kadenzierte Passage, schönes Zulegen. Da wünscht man sich vielleicht noch, dass er etwas mehr über den Widerriss zulegt, aber dann geht es wieder weiter mit toller Passage. Piaffe, die aus einem Guss war und gleich weiter in einen gelassenen, schreitenden, starken Schritt. Anschließend auch ein versammelter Schritt im klaren Viertakt, im starken Galopp machte er fast den Eindruck, als wollte einmal so ein bisschen bummeln, er schüttelte sich fast, bis er würde sagen, boah, ich habe aber Spaß hier an der ganzen Sache. Dann ging es weiter mit der Linkstraversale und einer super kleinen angelegten Linkspirouette, die dann auch noch gelungen war. Da muss man sagen, hohes Risiko in die Hand genommen, aber toll gelungen. Schöne Zweierwechsel, Traversale rechts, gut, die Pirouette nach rechts war dann vielleicht doch etwas zu klein. Da wollte das Pferd sich so ein bisschen gegen den inneren Schenkel lehnen. Kam etwas hinter die treibende Hilfe, aber ohne Umspringen noch durch die Pirouette gekommen. Dann kam aber die Konsequenz dieser Pirouette, dass er in der Ecke schon einmal kurz hinterm Bein klemmte und mal 1-1 machte. Emma hat ihn aber wieder vors Bein bekommen. Schöne Einerwechsel geritten. In der Summe waren es ja auch 15 im Grunde, weil ja in der Ecke 2 waren, aber geritten waren die nicht. Darum verstehe ich dein Ansinnen, dass du eigentlich noch 2 mehr hier oben reiten wolltest. Die letzte Mittellinie war natürlich wieder ein Genuss mit diesem Pferd, wie schön er Piaffe-Passage schon auch am Ende einer so anstrengenden Prüfung wieder aus sich herauslässt. Also ein Pferd mit sehr, sehr viel Potenzial, was den Grand Prix anbetrifft, mit toller Piaffe-Passage und sehr, sehr feinfühlig und schön vorgestellt. Glückwunsch, Emma.